Nachdem wir uns den billigsten bis teuersten Panzer angeguckt haben, GT5 ist heute der billigste bis teuerste Monster Truck am Start. Und erstmal müssen wir hier kurz ganz entspannt landen. Uiuiui, Freunde. Haut auf jeden Fall auf den Abo-Button und auf den Like-Button. Leute, ich glaube, es haben 75% von euch noch gar nicht abonniert. Deswegen tut mir den Gefallen. Checkt mal unten kurz, ob ihr abonniert habt, Leute. Und dann drückt da drauf und haut auf die Glocke. Und dann seid ihr schon am Start. Um den billigsten Monster Truck zu finden, müssen wir natürlich auch ins Internet gehen, Freunde. Und da haben wir bei Warsaw Cash & Carry. Guckt euch das einfach mal an. Ein Monster Truck für 0 Dollar. Und der muss anscheinend für euch, glaube ich, auch 0 Dollar sein. Weil ihr habt mir hier letztes Mal mich total angemeckert, als ich hier so ein Auto hatte, was so ein Dollarzeichen hatte. Ihr meintet so, das war ein DLC. Ja, Leute, der hat kein Dollarzeichen da am Start. Der Duke O'Dev ist auch der billigste. Also Leute, wir holen uns heute mal den Marshall und natürlich auch in der Deutschland-Version. Aber Leute, ihr werdet mir nicht glauben, der teuerste Monster Truck wird euch so aus den Socken hauen, weil der ist komplett anders als der billigste Monster Truck. Ja, ihr fragt euch jetzt, wie kann denn ein Monster Truck anders sein als ein großer Monster Truck? Leute, ihr werdet das auf jeden Fall sehen. Aber hier haben wir schon das schöne Biest am Start mit der Deutschland-Flagge am Start. Die Reifen sind einfach so groß wie wir selbst. Und ich guck mal, ob wir dieses Fahrzeug jetzt auch nochmal bei Los Santos Customs tunen können. Und Freunde, wie man sehen kann, lässt uns einfach Los Santos Customs hier nicht rein. Und Leute, guckt mal einfach mal, warum. Ihr seht es hier direkt vor mir. Ich habe einfach nicht auf den Like-Button gehauen. Und deswegen können wir diesen Monster Truck hier jetzt nicht tunen. Egal, ich zeige euch trotzdem mal, was da so drauf hat, Leute. Und zwar kann das Riesending hier, erstmal hier in First Person, übertrieben abgehen, Alter. Guckt euch mal an, wie hoch das Ding auch reven kann. Und hier auch noch über die Autos halt rüberfahren kann. Schaut euch das mal an, was wir hier mit so einem SUV machen. Und schaut euch mal hier jetzt dieses kleine Fahrzeug an. Der tut mir richtig leid. Einfach mal komplett rüberfahren. Als wäre das halt irgendwie so ein Billo-Auto. Und dieser Monster Truck, Leute, hält einfach auch so viel aus. Wir können ja jede Ampel mitnehmen ohne Probleme. Jede Laterne einfach so. Da verlieren wir nicht mal fast an Geschwindigkeit. Und sogar hier die Sport... So einen Sportwagen kann man hier richtig kaputt hauen, Freunde. Aber ich würde einfach mal sagen, dieser billigste Monster Truck ist natürlich nice für 0 Dollar. Aber der teuerste hat es auch in sich. Oh, guck mal, wir können sogar einen Wheelie machen. Oh mein Gott. Und fahren hier sogar fast einmal die Wand hoch. Leute, was geht bitte schon ab bei diesem Ding? Also für 0 Dollar kann man sich auf jeden Fall darüber einfach null beschweren. Aber Leute, checken wir mal hier im Internet mal kurz aus, was so der teure hergibt. Und den findet man nicht bei Warsaw Cash & Carry, sondern bei Southern San Andreas Superautos. Und wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, dann werdet ihr schon sehen, was ist denn das hier? Ein RC Bandito. Oh ja, ein Monster Truck, aber in ganz mini klein. Und da haben wir einfach mal den für 1,6 Millionen Dollar auf dem Markt. Und Leute, das ist schon eine Ansage für so ein kleines Spielzeugauto. Aber anscheinend sind die Spielzeugautos auch gut funktionieren. Und ihr seht ja schon, der ganze Nervengitzel nur ohne das Risiko. Also man hat quasi volles Programm, aber einfach kein Risiko vorne. Deswegen einmal noch hier so ein Hinweis. Der RC Bandito muss in einer Arena-Werkstatt aufbewahrt werden. Er kann dort zudem in der RC Bandito-Werkstatt modifiziert werden. Leute, wir können dieses Fahrzeug dann also auch noch auftunen. Und genau das machen wir jetzt. Und das Ding ist, Freunde, um den RC Bandito anzufordern, muss man nicht irgendwie Pegasus oder so rufen oder irgendwie seinen Mechaniker. Nein, man kann direkt hier im Inventar, Leute, seht ihr hier unten, RC Bandito anfordern. Und das Ganze machen wir jetzt auch. Und zack, sind wir einfach schon in unserem einen kleinen Monster Truck. Und guckt euch das mal an, wie sieht das bitte schon aus? Leute, ihr seht hier sogar, wir haben auf, wenn man linken Stick drückt, eine Mine zu legen. Oder? Nee, anscheinend, Leute, können wir mit dem Ding nur springen. Also man muss anscheinend noch die Mine kaufen. Und das Ganze machen wir jetzt. Wir fahren jetzt hier, bumm, in die Arena-Werkstatt rein. Zack, und dann werden wir das ganze Ding mal auftunen. Oh, Leute, ihr seht's hier. In unserer eigenen Arena-Werkstatt haben wir einfach hier unser RC Bandito drin. Ich gehe mal hier in First Person. Guckt euch mal diesen Wagen an. Hier hat man sogar noch irgendwie so ein Burrito oder so. Also man kann hier in verschiedene Modelle quasi bauen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, hier in unserer schönen Arena-Werkstatt können wir jetzt auch unseren kleinsten Monster Truck in GTA 5 beziehungsweise auch den teuersten, ja. Es ist der teuerste Monster Truck. Wenn man es so sehen möchte, dann werden wir den ganzen jetzt hier modifizieren. Und ihr seht hier, wir haben jetzt nicht wirklich viele Tuning-Option, aber wir haben auch Sprengstoff, vertikaler Sprung und Annäherungsmine dabei, was halt ein geiles Feature ist, und deswegen werden wir auf jeden Fall gleich mal draußen alles mögliche austesten, was so geht. Leute, wir können jetzt erstmal den Sprengstoff nehmen, und da haben wir für 275.000 Dollar eine ferngezündete Bombe, die wir quasi anbauen können. Und guckt euch das mal an. Das hier ist einfach so eine Haftmine, doppelt dran an, oder hier sogar nach unten sogar auch noch. Einfach an so einem Spielzeugauto. Das ist total verrückt, Leute. Deswegen holen wir uns jetzt auch hier für 275.000 Dollar. Karosserie können wir auf jeden Fall auch noch gut was ändern. Also man kann diesen ganzen Bums hier auch noch richtig, richtig krass auftunen mit so krassen verschiedenen Möglichkeiten. Und Leute, ich würde einfach mal sagen, der Spoiler oder das hier sieht auch geil aus. Aber es soll natürlich auch der teuerste Monster Truck werden.
Und deswegen werden wir hier einfach mal was ganz Entspannendes draufpacken. Jetzt nicht irgendwie, dass es so aussieht wie so ein komischer Monster Truck, so wie das hier, sondern Leute, ihr nehmt natürlich hier das teuerste. Und das hier ist dann auch das für $30.000. Und zwar Midnight Pumping kombiniert. Und das wird sich auf jeden Fall auch gegönnt für 30.000. Dann auch einmal eine Annäherungsmine, die wir auswählen können. Und zwar haben wir da zwei verschiedene Optionen. Einmal kinetisch und dann noch einmal EMP. Und ihr seht hier, da steht, feuert ein Schwall kinetischer Energie ab. Kapazität 3. Das heißt, man kann davon 3 mitnehmen. Und hier hat man eine EMP-Granate, löst einen EMP-Schlag aus, der Fahrzeug in der Nähe für kurze Zeit außer Gefecht setzt. Okay. Das heißt, er macht Autos kaputt für eine kurze Zeit. Holen wir uns auf jeden Fall auch jetzt erstmal hier das EMP-Ding. Leute, für $150.000. Was übertrieben teuer ist, Mann, wenn man so überlegt. Dann haben wir auch noch verschiedene Designmöglichkeiten, Leute. Einmal hier so ein Entenjäger, was ein bisschen merkwürdig aussieht. Dann noch Paintball, das quasi so der Wagen voll gekugelt wurde mit Paintball-Sachen. Dann Schneekrieger, triefende Tarnung, Super Skifi oder Skyfy, strukturiertes Chaos, Kürbismonster, Feuerspucker. Und ich, Leute, ich muss sagen, Feuerspucker, finde ich, sieht mega nice aus. Ich hoffe, da kann man noch ein paar Sachen so wegmachen. So, Feuerspucker für $24.000 gekauft, Lackierung. Machen wir dann auf jeden Fall mal hier in schwarz, würde ich mal sagen, Leute. Da machen wir die Lackierung auf jeden Fall mal in schwarz. Sekundärfarbe, gucken wir auch mal, was man da so groß ändern kann. Okay, das ist halt nur vorne. Deswegen würde ich immer sagen, machen wir vorne das in so hellorange, dass es quasi so an die Flammen rangeht. Und Leute, wir können einfach die Farbe des Fahrerhelmes ändern, ja? Man hat so kleine Fahrerleute da drin und da kann man noch einmal die Helme ändern. Und die machen wir natürlich dann auch mal hier in diesem heftigen Feuerelement. Und zwar hier, zack, hellorange gegönnt und dann noch einmal Farbe des Fahreranzuges. Können wir hier auch noch ändern. Und ich denke mal, wir machen hier einfach mal ganz entspannt einen schwarzen Anzug. Und dann haben wir die ganzen Boys hier auch schon gut eingekleidet. Jetzt kommen wir auch noch zu meinem Lieblingsfeature bei diesem Fahrzeug, und zwar vertikaler Sprung. Leute, man kann hier nicht nur irgendwie etwas ein bisschen was verändern, sondern 20% Sprungverbesserung, 60% oder 100% für $210.000. Das ist echt richtig, richtig übertrieben teuer für so ein bisschen Sprunggedingste, Leute. Aber komm, für $210.000 gönnen wir uns das Ganze mal hier. Reifen können wir natürlich auch noch ändern. Wir gucken mal hier, was wir so für Reifen nehmen können. Wir können hier einfach so Luxusreifen raufhauen, was übertrieben lustig aussieht. Deswegen, Leute, machen wir das Ganze doch auch mal. Weil, wenn man es hier schon ändern kann, warum dann nicht damit rumspielen? So, die ganzen noch in schwarz ändern und dann sieht das auf jeden Fall übertrieben verrückt aus. Wir können auch einen Reifenmuster raufhauen, also Tuning-Reifen. Das Ganze machen wir natürlich auch noch rauf und dann nochmal Reifenqualm, natürlich in gelb, Leute, damit man natürlich dieses feurische beibehält. So, und jetzt muss ich sagen, können wir noch hier die Fenster ändern, einmal auf Limousine. Also sogar vorne sind die Fenster dann auch getönt, weil, Leute, das sind keine echten Menschen, einfach nur Spielzeugfiguren. So, und dann haben wir schon diesen ganzen Wagen heftig getunt. Ich muss aber leider sagen, wir könnten eine andere Karosserie nehmen, weil der einfach diese blauen Flammen da hat, was nicht so gut drauf passt. Deswegen, Leute, nehmen wir hier einfach Midnight Pumping und Käfig, also ohne diese Flammen. Wir haben ja schon nämlich Flammen drauf. Deswegen, Leute, sieht unser finaler Wagen so aus und den testen wir doch jetzt mal im Alltag von GTA 5 aus. Ey, und ich muss auf jeden Fall sagen, Leute, das ist echt ein richtig, richtig lustiges Auto, Alter. Das ist einfach der kleinste Monster Truck der Welt, der jetzt auch noch, bam, springen kann. Checken wir doch jetzt mal die Mine aus, Leute. Und zwar gucken wir mal hier, ein fahrendes Fahrzeug hinter uns haben wir. Und dann legen wir die Mine mal hin, EMP-Mine und boom, das Fahrzeug funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Die kann damit jetzt gerade nicht mehr fahren. Also es dauert eine Zeit und jetzt, ey, wir haben sogar Leute, die uns angreifen wollen. Das heißt, wir haben jetzt sogar ein paar Feinde hier. Da legen wir natürlich ein paar Minen hinter uns. Zack, kann er nicht mehr Auto fahren. Auf jeden Fall nicht mehr so gut. Oh, und wir können natürlich einfach, zack, über die rüberspringen, wie es nur geht. Also ich muss sagen, Leute, ey, dieser Monster Truck ist zu geil. Aber, oh mein Gott, der Zug kommt. Oh, der Zug kommt. Okay, ausweichen. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, das Ganze hier zu detonieren. Ihr hört's ja. Also, wenn wir das Ding hier detonieren, ist es quasi die Bombe, die hochgeht. Nicht dieser Wagen, sondern die Bombe, die hinter uns hochgeht. Und das machen wir natürlich jetzt einmal ganz schnell auf ganz entspannte Basis. Und zwar fahren wir dafür hier in dieses böse Gebiet rein und legen mal hier so ein paar Minen hin. Piep, piep, piep. Und schießen die jetzt auch noch auf uns? Oh ja, ich glaube, die schießen noch auf uns. Aber wir können gar nicht kaputt gehen, ne? Ich meine, die schießen hier die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Wir können hier rumfahren, wie wir wollen. Wir können hier auch noch umfahren. Bam, Alter. Komplett und verlieren kein Leben, was halt übertrieben lustig ist. Guck mal, hier sogar mit Auto fahren hier auf uns, zack, kein Problem, durch die Menge durch. Hier ist noch CJ, zack, hier ein bisschen rumspringen. Und jetzt, Leute, wird's Zeit, das Ganze hier zu detonieren.
Und direkt neben dem Auto, die Bombe geht hoch und boom. Oh mein Gott, und oh oh, oh oh, okay. Nein. Nein, lauf, schnell. Oh nein, Leute, das war's. Ich glaube, das war's, wir müssen ganz schnell weg. Ja, alles klar. Das war jetzt auf jeden Fall der Vergleich zwischen dem billigsten und dem teuersten Monster Truck. Ich muss sagen, Leute, der billigste Monster Truck ist natürlich auch geil, um irgendwie rumzufahren oder so, aber er ist natürlich nicht so geil wie der RC Manito. Das ist einfach das lustigste Fahrzeug, also auf jeden Fall einer der lustigsten Fahrzeuge in GTA 5. Damit kann man die Online-Spieler auf jeden Fall richtig heftig trollen. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich damit Online-Spieler trolle, auch zum Beispiel mit dem Mini-Panzer, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button, Freunde. Lasst uns die 4000 Likes schaffen und verprügelt auf jeden Fall noch den Abo-Button, damit ihr natürlich auch nicht so verpasst. Drückt dann auch noch auf die Glocke und ich würde einfach mal sagen, checkt auf jeden Fall nochmal hier dieses letzte Video aus. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video. Ich finde es auf jeden Fall echt nice. Also ich würde selber draufklicken. Ob du draufklicken würdest, das entscheidest du selber. Aber ich sag dir nur eins, das Video hier ist jetzt vorbei. Also du wirst jetzt nur noch jetzt draufklicken können. Also, mach schon.